Fraport möchte die Temperatur senken, die Berliner Security, da kann man Timeslots vereinbaren. Dann geht es weiter mit der ITER. Die italienische Regierung hat da anscheinend jetzt eine Möglichkeit. Aber nichtsdestotrotz gibt es bei der Lufthansa ein Sicherheitsdenken und man lässt sich das im Zweifelsfalle bezahlen. Wir haben einen First-Class-Deal mit der Oneworld und Waldorf Astoria wechselt die Seifenmarke bzw. die Shampoos und alles. Und ich finde das gar nicht mal so schlecht. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Berlin ist immer für eine Überraschung gut, für eine Kontrolle auch. Und zwar ist es so, die langen Schlangen und so weiter waren ja auch für mich eine Geduldsprobe teilweise. Am Ende des Tages habe ich leider nicht oft die Fastlane nutzen können, weil ich entweder nicht Business Class geflogen bin oder die Fluggesellschaft halt nicht für ihre VIPs, in dem Fall Air Baltic VIP, nicht die Fastlane vorgesehen hat. Ab Donnerstag, dem 25. August, soll es eine Möglichkeit geben, für mehr Relaxedheit beim Security-Check zu sorgen. Dann können Reisende, die einen Flug ab Berlin gebucht haben, ein Zeitfenster für die Security reservieren. Und dann kann man sich auch zur Sicherheitskontrolle begeben. Der Service ist kostenlos und soll das Passagieraufkommen entzerren. Die teilweise langen Wartezeiten sollen damit auch reduziert werden. Auch der Bedarf an den Mitarbeitern, an den Kontrollstellen soll so kalkulierbarer sein, weil wenn man seine Zeit bestellt, dann wissen sie, was losgeht. Die Manager, die das Ganze verhackstückelt haben, sagen, dass der Betrieb in den letzten Wochen erwartungsgemäß gut verlaufen ist in Berlin. Sommerferien sind 3 Millionen Passagiere abgefertigt worden. Und Hoff Andersson sagte dazu, dass ein wichtiger Baustein für stabile Prozesse am Abflug, die Vorbereitung für den Sommer 2022, waren ein weiterer Schritt zur Optimierung der Prozesse und Services am BER. Ich denke mal, das ist aus der Zeitung, das war jetzt nicht Postillon, sondern die Berliner Morgenpost. Und die Idee ist ja eigentlich zu simpel in meinen Augen. Und wie das funktionieren soll, ich habe keinen Plan. Man muss die Details bzw. auch die ganzen Finessen abwarten. Was passiert, wenn es am Check-in länger dauert? Wie sieht es aus? Überhaupt online kann ich gewisse Slots buchen und dann, wenn es zu voll wird, wird einfach keine Buchung mehr angenommen. Was ist da los? Und man hat natürlich damit jetzt ein bisschen die Entzerrung und hat auch das Dilemma nicht wie in Frankfurt am Flughafen, wo die Leute sagen, also 7 Stunden ist zu früh. Finde ich auch etwas früh, aber nichtsdestotrotz, die Initiative ist gut. Ich bin mal gespannt, wie das ablaufen soll. Die Fraport möchte die Temperaturen in den Terminals senken. 15% möchte man damit einsparen. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee, egal aus welchem Grund. Man sagt jetzt natürlich, dass nur noch 20% der üblichen Mengen durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland kommen. Und im Winter könnte der Zufluss komplett versiegen. Und damit ist die Industrie, und Flughafen gehört halt zur Industrie, aufgerufen, den Verbrauch zu reduzieren. Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport sagt, wir möchten das Ganze leading by example machen. Wir arbeiten derzeit an einer Flughafen-Frankfurt-Strategie, um diese Maßnahmen kurzfristig auch umzusetzen. Um die Energie einzusparen, ist der Zielwert von 15% ausgerufen. Maßnahmen hat man in Frankfurt auch schon umgesetzt. Zum Beispiel wird bereits die Umluftzufuhr in den Terminals reduziert. Dadurch ist weniger warme Luft in dem Gebäude, was den Aufwand bei der Klimatisierung natürlich senkt. Ist ja logisch, im Sommer, wenn die warme Luft reinkommt, muss man die wieder abkühlen. Und man schaltet Anlagen, die man nicht braucht, ab. Richtung Winter werden sich die Maßnahmen darauf richten, dass man weniger Heizenergie da reinlaufen lässt, logischerweise. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man die Raumtemperatur reduziert. Die mindestens gesetzlichen Mindestwerte sollen eingehalten werden. Finde ich auch sehr spannend. Dass man da halt ganz einfach schauen kann, ob man ja nicht mehr so schwitzt, wenn man von einem geht zum anderen läuft. Für den einen ist es zu warm, für den anderen ist es zu kalt. Ich denke aber, dem Umweltschutz sollte man da Genüge tun. Ja, was soll ich da noch hinzufügen, außer
Gutes Gelingen, 15%. Bei der Lufthansa und der ITA, da wird das ja zu einer Never-Ending-Story. Und ich finde das ja teilweise auch schon relativ langweilig, dass man immer wieder sagen muss, es gibt da irgendwelche Probleme, man weiß es nicht, man kündigt was an, aber es kommt nichts. Und jetzt ist es einfach so, dass Giorgia Meloni, das ist im Prinzip der, oder ist das die? Ich weiß es gar nicht. Giorgia klingt nach Frau. Auf jeden Fall wäre das die Nachfolgende von Mario Draghi als Regierungschefin, also eine Frau. Und da ist es dann halt so, dass die Partei Fratelli d'Italia in Umfragen da ganz weit vorne ist, aber auch kein Freund der ITA-Privatisierung ist. Und jetzt geht es natürlich weiter und sagt, hey, das Verfahren ist ja seit Monaten in die Länge gezogen mit Air France, KLM, Certaris, Lufthansa, MSC. Ich meine, ich kann es ja alles jetzt mittlerweile runterbeten. Und ich will auch die 850 Millionen nicht erwähnen, die für die 80% von der ITA gezahlt werden, 650 Millionen für 60% aus dem anderen Lager. Aber es ist einfach so, dass die Gewerkschaften das auch wollen, bla bla bla, ihr wisst, wie es geht. Aber jetzt hat man Folgendes gemacht. Die Lufthansa hat eine Vertragsstrafe eingebaut. Lufthansa und MSC wollen die Übernahmen gegen böse Überraschungen nach der Wahl bewähren. Und falls die Regierung den Deal mit dem erwarteten Closing im Dezember doch noch ablehnen sollte, sagte Corriere della Sera, dass man 5-10% der Übernahmesumme, also wenn man 850 sind, sind es 42,5 oder 85 Millionen Euro, als Strafe einbaut. Ja, logisch, kostet ja alles Geld. Also das nur so am Rande. Lufthansa baut sich Hosenträger und Gürtel. Wer beides nicht trägt, geht wahrscheinlich meistens dann duschen. Und die gute News für die Reisenden ist einfach, bei Waldorf Astoria gibt es jetzt die Aesop-Marke. Ich habe, glaube ich, bei Cathay Pacific habe ich Aesop gehabt. Ich habe im Park Hyatt in Seoul, in Tokio habe ich auch Aesop gehabt. Und natürlich geht man ja an diesen Boutiquen vorbei. In New York habe ich so eine Aesop-Boutique gesehen, Toronto, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also diese Boutiquen kennt man. Und die Geranium Line ist halt die höchste und beste Linie, die sie haben. Insofern gucken wir uns das Ganze dann einfach an. Aber Waldorf Astoria wäre nicht Waldorf Astoria, wenn man sagt, man macht nicht eine Partnership mit den geilsten und besten. Also ich finde es okay. Ich finde es gut. Ihr könnt ja schreiben, was ihr meint. Ich denke einfach, Aesop ist natürlich eine Marke, die man kennt. Ich finde es gut, wenn solche Marken benutzt werden, anstatt No Name. Und wer Aesop nicht kennt, sollte einfach mal googeln. Da schreibt man AESOP. Und es sollen halt die großen 500 ml Pumpflaschen da sein, die man auch aus den Läden kennt. Ich habe damit mittlerweile meinen Frieden geschlossen. Ich hoffe, dass sie die ordentlich reinmachen. Und wer es aus dem Hyatt kennt oder auch von den anderen Hotels, die es halt entgegen der Markenstandards benutzen. Zum Beispiel in Hamburg wird ja auch Loctane benutzt anstatt die neue Hyatt-Plörre. Also insofern sind da die kleinen Flaschen. Aber ich denke mal, so eine große Flasche, habt ihr auch damit euren Frieden geschlossen? In einem Waldorf Astoria Park Hyatt finde ich es schwierig. Aber Umweltschutz, Umweltschutz, Umweltschutz. Ich kann ja nicht bei Frankfurt sagen, alles, was man macht, ist gut für den Umweltschutz und dann da nicht selber dafür sein. Aber was ist eure Meinung dazu? Sollte man da sich Gedanken drüber machen? Oder ist das so, dass da eh keiner irgendwie was macht, vielleicht reinpinkelt oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich würde es soweit nicht machen. Dealzone haben wir auch. Denn Dealzone, heute haben wir einen First-Class-Deal von Deutschland nach Amerika. Dieser Deal kostet 2.700 Euro, ist etwas restriktiert. Warum und limitiert? Man kann vom 9. April 2022 bis zum 23. April 2022, vom 9. April 2022 doch bis zum 23. April oder vom 20. November bis zum 26. November, was sind das für eine merkwürdige Zahlen, vom 16. Dezember bis zum 31. Dezember einen Transatlantik-Sektor machen und zurück natürlich andersrum. Aber dieser Deal ist halt in Ordnung. Man muss halt gucken, dass man es findet. Die Rückreise wäre, ich schreibe es euch einfach unten rein. Ich mache euch eine Kopie da unten. Also ich werde ja ganz wuschig mit so vielen Einschränkungen. Ist in der Buchungsklasse A. Da kostet zum Beispiel New York Return 2670.
wenn man dann British Airways Frankfurt nach Boston guckt, sind wir bei 2830, aber auch Chicago kostet dasselbige. Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Was interessanter für uns alle ist, sind die Meilenpunkte und der Status. Da seht ihr auch schon die Meilenpunkte eingeblendet. Und wenn man dann nach unten geht, gehen wir einfach auf Alaska Airlines 34.642. Gibt es dort und wenn man bei British Airways schaut, auch spannenderweise 19.714, die es auch bei der Iberia gibt. Bei der Aer Lingus gibt es auch 19.246, bei Qatar Airways nur 11.000, ein paar kaputte, 546 dazu, ne? 11.546, die es eigentlich bei allen gibt. Und natürlich, wie immer, gibt es eine Nuller-Airline, das ist die Qantas. Wichtig an dieser Stelle nochmal der Hinweis für euch alle. Wenn ihr das Ganze über Qatar Airways abrechnen wollt, macht's nicht, macht's über British Airways und schiebt die Punkte dann zu Qatar rüber, weil ihr da eine wesentlich höhere Punkteausbeute habt. 11.000 zu 19.000, das ist mit ein paar kaputten eigentlich der bessere Deal. Danke, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, ihr habt euch auch schon den Live-Chat mit Mario angeguckt, den wir auf Facebook hatten. Es sind über 40 Minuten geworden, aber ich denke, es lohnt sich. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff und bis morgen in Alter und in Frische. Bis dann. Ciao.